Schluss mit einsamen Stränden auf Ibiza. Auf der spanischen Urlaubsinsel sind die Feiertouristen zurück. Seit Ende April können die Clubs uneingeschränkt wieder öffnen. Nach 2 Jahren Corona-Pause kommen Partygänger aus aller Welt in Massen. Wie hier im Pascha-Club, wo wieder dicht an dicht getanzt und geschwitzt wird. 3.500 Menschen sind es an diesem Abend. Yeah, I think this club is crazy. Ich finde diesen Club irre. Es ist sowas von voll, als ob es Corona nie gegeben hätte. Zurück zur Normalität irgendwie. Es war wie ein Stopp, alle haben gelitten. Deswegen sind wir glücklich, wieder zu leben und auf Ibiza feiern zu können. Wir atmen auf. Auch die Betreiber des Pascha-Clubs freuen sich. Ihre Erwartungen wurden übertroffen. Vieles deutet darauf hin, dass die Besucherzahlen jetzt noch höher als 2019 sein werden. Doch Clubs sind nicht alles, was die Insel zu bieten hat. Fast 2 Millionen Gäste haben im vergangenen Jahr Ibiza und die Nachbarinsel Formentera besucht. Und das, obwohl Diskotheken geschlossen waren. Die Bürgerinitiative Pro kämpft seit Jahren gegen den Massentourismus. Denn der treibt aus Sicht von Kritikern die Immobilienpreise in die Höhe und belastet die Umwelt. Für die Gastronomie und den Handel war 2020 ein besseres Jahr als in den Jahren vor Corona. Deshalb haben wir erkannt und wollen, dass auch die Einheimischen erkennen, dass wir nicht nur vom Feiern leben, sondern umgekehrt. Die Party lebt von uns. Sie ist eine Ergänzung, aber sie muss kontrolliert werden. Sie sollte nicht über anderen Bereichen wie dem Gaststättengewerbe stehen. Mehr als 150.000 Menschen leben dauerhaft auf Ibiza. Im August beherbergt die Insel 3-mal so viele. Behörden gehen dabei gegen nicht genehmigte Unterkünfte und illegale Partys vor. Ihre Kapazitäten gelangen aber oft an ihre Grenzen. In diesem Wiedereröffnungssommer dürften die Behörden besonders viel zu tun haben.